Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Kitte. Wir spielen Witcher 3. Wir sind jetzt hier, zeig mal, wo wir sind. Ja. Wir sind nämlich von dem letzten Ort greifen und wir suchen immer noch die Greifenschulenausrüstung, die Verbesserung. Ja, ich war inzwischen verkaufen, habe wieder das Inventar geleert. Mhm. Und bist dann gleich hier hin. Und bin hier zum nächsten Sprungpunkt. Und unser nächster... Und das ist die Taverne am Scheideweg. Und jetzt reiten wir mal hier hoch. Genau. Und suchen uns das nächste Teilchen. Genau. Dann geht's los. Ah. Stiefel. Um die Stiefel geht's jetzt. Ah, ja. Ich habe immer Schwierigkeiten mit den Überschriften, wenn ich die reinstelle. Jetzt hier die Videos, also das heißt, wenn wir die reinstellen. Bei der Vergabe der Überschriften prüft er jetzt immer genau Copyright, aber ob schon jemand die gleiche Überschrift hat. Und wenn das ist, dann kannst du das nämlich, kannst du den nicht verwenden. Oh. Dann muss man sich was anderes einfallen lassen, also wenn etwas seltsam mit den Überschriften. Dann liegt es einfach daran, dass ich es nicht immer so schreiben kann, wie ich es gerne würde. Oha, nicht immer die nehmen, die ich möchte. Ja, das hast du gerade mal so arme Plätze. Ja. Ist ja wieder ein blödes Gelände hier. Mir wird's doch leid tun, dass deine Mama dich rausgekriegt. Deine Mama und so. Tja. Und schon gesagt, das kann schön gefährlich, wenn man in Wirklichkeit vom Pferd so runterspringt. Lasst ihn nicht zur Art kommen! Ja nicht so gerne, alle zusammen, Leute! War es das schon wieder? War wahrscheinlich nicht sehr groß. Ich habe nicht gesehen, wie klein die sind. Sieben. Die waren so schnell weg. Ach so. Na gut, hier sind die aber auch erheblich größer als die. Ja. Ja? Dann kann ich das nicht nehmen. Nein. Hallo. Geht nicht. Hä? Ach, da ist das. Die spucken ihre Eingeweide manchmal ganz schön weit weg. Da. Das ist toll. Stumpfes Beil habe ich da richtig gesehen. Ja, ich habe gar nicht geguckt, ich habe einfach gekrapscht. Du hast wieder geschnappt. Ja. Gut. Und weiter geht's. Gute Tat des Tages. Lassen wir das mal einfach. Ja. Ja? Pferdepanik. Plötze, warum hast du Panik? Keine Ahnung, wird schon so viele Necker da sind. Ach, dämliche Necker. Guck mal, Pferdepanik, die armen Plötze. Ja. Langsam. Was ist jetzt hier los? Ja, hier sind wir wieder in so einem barbaren nilfgaardischen Lager gelandet. Kommen wir da sind noch bei hoch? Den Barbaren gelandet, stimmt. Guck mal. Was der fliegt noch frei. Der fliegt ja ein Gocki. Naja. Bist du ein Gocki oder ein Drakonide? Kann man nur schlecht sehen von hier. Was wir gerne hätten. Wir sind ja schon fast da. Komm, zeig dich mal ein bisschen. Ach, ich sollte vielleicht sicherheitshalber mal ein bisschen speichern. Vielleicht schaffst du es auch, ohne dass er dich angreift, da hinzukommen. Meinst du? Weiß man nicht. Oh, man kann es ja versuchen. Du musst ihn ja nicht vom Himmel runterholen. Wenn er freiwillig kommt, ist ja gut. Du bist doch gerade, musst du nach oben, ne? Wahrscheinlich. Da ist das Ding, hier das also Zeichen. Also hier ist das Zeichen. Ja, das ist gut. Und dann ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, jetzt kommt der Kreis. Wir sind am Rand, das ist wohl eher oben. Ja, da wo sich das komische Tier sich für dich gut angucken kann. Ja. Ah, ist nicht ungefährlich die Ecke hier, wenn man da eine Rückwärtsrolle macht. Ja, kann man schnell in der Senke verschwinden, das ist schon klar. Ja, da geht's ganz schnell bergab.
Siehst du was? Ich sehe nichts. Nee, ich sehe sowieso nichts. Ich gucke mit einem Auge ja immer zum Himmel, wo ich den von auf dem Bildschirm gar nicht richtig sehen kann. Aber na gut, wir sollten uns mal jetzt einfach nur auf den Schatz konzentrieren. Und dieses Tier einfach Tier sein lassen oder Monster, was immer es ist. Mann, wo ist denn das? Da hätte man jetzt ein Feuer machen können. Hier ist ja nicht viel. Ist ja meistens wohl eine Kiste, oder? Ja. Dachte schon, ich sehe was Rotes. Da ist auch was Rotes, aber das ist so komisch. Ja, aber das ist dieses komische Vieh. Das sind nur Zutaten. Ja, ich sehe auch nur Zutaten. Das ist jetzt unten, guck's dir doch mal an, dann weißt du, was es ist. Was bist du denn? Naja, ich will schon, ist es nicht. Ein Gabelschwanz. Ich hab's geschrieben. Naja, hab ich so gesagt. Nein, der ist nicht gut. Der ist hin. Sind wir denn wenigstens los? Hat er gestört irgendwie? Ja. Der hat echt gestört, ja. Oh. Tut mir leid, das ist jetzt nur ein Störenfried, ist und sonst nichts. Aber so ist es halt. So, das sehen wir es nicht im Suchkreis. Wieder kann man wirklich der Aufgabe sehen. Und in den Suchkreis. Mhm. Ah, da ist eine Kiste. Es war, war viel lockerer gleich, war nicht mal so. Ja, weil man nicht immer nach dem Himmel schielt. Genau. Die verbesserten Greifenstiefel. Ja, Hammer. Mhm. Gut. Quest abgeschlossen. Dann haben wir aber noch mal einen zweiten Teil, würde ich sagen. Müssen wir ja haben. Wir haben ja noch nicht alles. Nee, wir haben Stiefel und Stahlschwert. Aus anderer. Katze. Greifenschulenausrüstung, ja. Teil 2. Ja. Dann gucken wir doch mal, wo müssen wir denn da hin? Karte wollte ich haben, nicht raus. Hä? Was denn? Na, da ist auch noch, sogar noch einen anderen. Fort Weißer Adler. Ist der letzte oder der übernächste? Dann müssen wir zur Wegkreuzung. Ja, da haben wir wieder zwei Fragezeichen, die kann man auch wegputzen. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder dahin reiten. Dahin, das ist das nächste. Ja, ist gut. Ich weiß ja auch. Probiert es halt immer, Peter. Ja. Ja. Das ist ein bisschen unwegsam, das Gelände hier. Steckt mal das Schwert weg. Oh. Der Mond ist schon da. Ja, und ein Neckar. Nicht nur eine. Meine Freundin hat mich nicht umgebracht, jetzt sind sie halt. Da, Pusse hat in den Wind noch rein. Aber die werden auch nicht größer. Die sind doch so lästig immer. Naja. Mutter Gina haben sie ja oft dabei. Naja, die jetzt nicht gut. Vielleicht sind sie aber zu klein. Das kann sein, dass die einfach zu klein sind. Ja, kleines Grünes hatte er. Da ist wieder was. Immerhin hat ein kleines Grünes mitgebracht. Schürzt sich immer so kapital-mäßig auf ein.
sind aber halt auch so viele Springen, die sich immer springen. Ja, wirklich, also zack. Ja. Tja. Na, na, ist doch tot, kann sich nicht mehr bewegen. Sag ihm das mal, ja, ich hab's ihm gesagt. Nichts davon. Der Mond ist hier ganz schön nahe, ne? Ja. Oder besonders groß, wer weiß. Ja, ist ganz schön groß. Mhm. Ah, die kommt wieder. Ach Mann. Ja, jetzt schmeckt dir das selber. Noch, Mann. Was hast du noch gebraucht? Eine Stufe ja. 18. Ja. Blödes Hundeviehzeug. Lasst mich in Frieden. Dann lässt sie sich auch in Frieden. Irgendwo in der Richtung müsste unser Wegweiser stehen. Aber hier ist wieder ein Zaun. Das ist ja genau das, was ich Gerald wahrscheinlich nie wirklich lernen muss. Er weiß doch, dass die Welt hier oft zugebrettert ist. Ist aber nicht hier in Ordnung. Halt. Aber das ist hier deswegen hinter der Tür. Umwege gehen. Des Barons was zu essen kriegen. Hier hinter der ja, Tür war es nicht weit ja. zum Wegweiser. Ja. Wo waren wir? Hier ist er. Hier. Was ist mit dem hier, in der die Mädels aus Bella ist gebracht doch. Hat? Versteckt sich. Nein, ich hoffe, sie fährst du nicht Auto, wie du hier als Gerard durch die Gegend läufst. Ich glaube, dann werde ich mich weigern, mir mal bitte mitzufahren. Oh, guck mal, hier gibt es ein Anschlagbrett da hinten. Egal, ja, wie geht's auch hier im Lager gibt's. Ja, da können wir gleich. Gehen wir gleich mal hin. Oh. Ihr seid doch dämlich. Blöde Wölfe. Sau. Ein schönes Pferd. Seid ihr. Ein Pferd hat keinen Sattel. Ist es da, wo wir das eine Pferd hergeholt haben? Ich weiß könnte es gar nicht. Kann sein. Weil hier so welche hier Pferde sind, rumlaufen. Hier sind Wildpferde, die hier rumlaufen. Ja. Schöne Pferde. Was ist los? Wir auch vielleicht. Und ist die schwarze Beauty da irgendwo? So, dann werde ich mir mal einen Marker auf unser Ziel setzen. Sonst laufe ich noch zu Fuß. Zu Fuß läufst du doch sowieso. Ja, aber ich meinte zu Fuß zum anderen Marker. Wolltest du nicht auch die Dinger machen, die Fragezeichen? Ja, können wir ja anschließend machen. Gut. Silberschwert kannst du jetzt. Mhm. Sehr schön. Also das Schema für das Silberschwert. Sehr gut. Das ist ja eine komische Straße. Eingang. So eine Höhle. Da müssen wir wohl da rein. Müssen wir rein. Ein Ghoulnest. Uff. Ein Ghoulnest. Na schön. Oh. Vielleicht drin. Ja. Auf jeden Fall ist hier dann die Spuren. Du kannst ja nochmal hingehen und angucken, ja. Ja. Dann kriegst du ja auch einen Suchkreis meistens. Doch, hier doch. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja. So, und hier, was ist das? Blut, guck. Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Ah, vermisste Patrouille. Aha. Haben wir den Auftrag? Hier ist was Schweres langgezerrt ja, worden. Wissen wir. Leichen. Na gut. Guck mal. Hier ist eine Duftspur. Was wir hier alles kriegen. Sind wir in den neuen Quest reingetappert? Sieht so aus. Duftspur hängt ganz schön hoch. Ja. Ja, was war das eben? Pilze. Silvanpilze. Woher weißt du? Weil die so aussehen. Ach so.
Ich dachte, die Pilze sehen alle gleich aus. Nein. Nein? Ach, guck mal. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Das riecht wohl nach Leichen. Das sieht gar nicht gut aus. Riecht bestimmt nach Leichen, oder? Ja. Boah. Na, der kann von mir das nicht hoch genug sein, der Duft. Du musst gar nicht bis zu mir runterreichen. Nee, den muss will nicht. Ich gar nicht erschnuppern. Ich wollte nicht die... Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Nee. Jemand aus dem nahen Dorf? Ja, anzunehmen. Alle, ja? Ja. Keine Uniform, keine Stiefel, ja. Eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Das trifft jemand aus dem nahen Dorf? Zu. Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Komm jetzt. Jemand aus dem nahen Dorf? Ja, wir haben es gehört. Ah. Da ist es. Aber schon. Aber wir wollten ja hier auch diesen anderen Quest verfolgen, habe ich aber nicht aktiviert. Ja, guck mal, ob wir schon. Müssen wir doch. Guck mal nach. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Weißt du es noch? Meine vermisste Patrouille. Warum sowas? Nee, nicht Patrouille. Keine Ahnung. Könnte sein, ja. Irgendwas? Guck doch mal. Irgendso, aber irgendwas mit Vermissten war. Das kann ein Hexerauftrag sein. Kann aber sein, dass er dann ziemlich hoch ist. Gucken wir mal. Wir gucken mal. Ja. Quests. Das ist wahrscheinlich ein Hexerauftrag. Ja, nehme ich an. Mysteriöse Spuren, halt. Geh nach oben, hier auf den Auftrag. Sprich mit dem Jäger. Ja. Vermisste Patrouille. Da ist sie doch, vermisste Patrouille. Guck, 7. Ja. Level 7. Ah. Also, was machen wir jetzt? Ja, klar. Hacken wir jetzt mal. Wir hatten wir vorher auch noch nicht. Jetzt nee. Auf die, über den, wir ist wahrscheinlich, gestorben. Wir haben noch. Wir müssen uns mal die Tafeln angucken. Ja, ja. Da sind noch zwei Tafeln mit. Hier ist was Schweres langgezerrt worden: Leichen. Nochmal Leichen? Wir haben schon so viele Leichen gefunden. Ach. Ich sollte mal wieder reingehen. Ich bin jetzt der Duftspur wieder nach draußen gefolgt. Aha, warum sollst du reingehen? Weil der Kreis nicht mitkommt, der Suchkreis, oder was? Oder? Na, der Questmarker. Was? Ja, der Questmarker zeigt dir da in die Richtung. Ach so. Okay. Aber... geht's denn hier weiter? Achso, du bist jetzt rausgegangen, stimmt. Du warst jetzt ganz draußen wieder. Aber hier geht's doch nicht weiter. Nur, das hier ist, geh doch mal. Ja, da kommen wir doch her. Ja, da kommen wir her. Ich bin doch rundum gelaufen. Ich mach mal ja eine Katze an. Naja, eigentlich läufst du dann nur durch, oder? Es ist eine Höhle. Man sieht auch da oben, dass es eigentlich keine Seitengänge gibt. Weiter. Ja, das hat nicht unbedingt was zu sagen. Ach, hier kommen wir gleich richtig gucken. Siehst du denn dann noch den, die Duftspur? Na, dazu muss ich die Hexersinne anmachen. Ne, da ist nur so ein Stöpsel. Mhm. So, dann sind wir wieder bei den Leichen. Und dann kommen wir wieder raus. Hunde hier. Bist du da draußen? Ja, jetzt bin ich wieder draußen. Das scheint mir auch richtig zu sein. Spuren von Nilfgaardern. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Aha.
Spuren von Nilfgaardern. Ja. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Die Leiche ist seltsam verdreht. Wohl eine Vergiftung. Spuren von Nilfgaardern. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Spuren von Nilfgaardern. Ja, sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Ja, man weiß nie, wann. Was ist das für ein Gestank? Spuren von Nilfgaardern. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Hier was anderes oder sagt ja, das weiß man nicht, was die gar nicht gucken. Man weiß es ja nie. Spuren von Nilfgaardern. Ja, ja. Ja. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Und jetzt? Oh. Jetzt müssen wir erstmal aufräumen. Ja. Fläschchen, Knochenfläschchen. Mann, hier sind ja die dicken Schätze. Aber man weiß es eben nie. Ja. Das ist schon mal was Gutes. Oh, was ist das? Die Nilfgaarder haben ihr Lager hier aufgeschlagen, sind überstürzt aufgebrochen. Ja. Oh, sehr Meister schön. Rüstungsreparaturset. Ja, das ist sehr gut. Das nehmen wir doch gerne mit. Ja, und was ist mit den Nilfgaardern und den Gefangenen? Toll. Das ist alles? Verstehe ich nicht. Gucken wir mal, was die Karte sagt. Die Karte sagt, dieses Gebiet soll ich mir angucken. Das ist ein Suchkreis. Na, dann guck es dir an. Das ist natürlich eine Blöde, wenn draußen sind, das noch die Kratze. Ist ja ein riesiges Gebiet. Ja, das ist ein großes Gebiet. Ja, das, was? Die kennen wir doch alle. Da sagt sie doch immer das Gleiche hier. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Nee. Da ist noch was, guck mal. Spuren von Nilfgaardern. Ja. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Und das ist einen irgendwie nervt. Und das nervt mich auch. Aber auf der anderen Seite. Ja, das nervt. Kommen wir nicht drum herum. Er sagt ja immer schon. Spuren von Nilfgaardern. Ja, sie haben gut. Eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Warum Spuren von er Nilfgaardern. Vorher? Sie haben Gestank. Eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Und warum ist jetzt... Spuren von Nilfgaardern. Ja. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Aber wenn du so rumläufst, kommst du da nicht wieder zurück zu der Höhle? Oder wie sieht das jetzt aus? Oh, ja. Doch jede Menge andere Wölfe. Noch jede Menge Wölfe. Ja. Die nerven. Ja, die nerven. Das Ganze nervt hier etwas. Ja. Ja. Im Ernst? Und hier ist die Duftspur. So, und hier ist die Duftspur. Und so hört die Luftspur hier jetzt auf. Guck mal, ob sie woanders geht. Spuren in eine von Nilfgaardern. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Jetzt gehst du den Spuren nach. Aber jetzt sind doch hier noch eine Duftspur. Dann gehen wir jetzt aber mal der Duftspur nach. Ja. Aber dann sagt ihr auch mal, dieser Gestank. Vielleicht haben sie die umgebracht. Massengrab oder was. Untersuch hier mal. Drakonidenmoschus. Riecht frisch. Muss sich kürzlich hier niedergelassen haben. Das andere ist nämlich. Könnte das Revier eines Drakoniden sein. Aha. Wisst ihr? Töte den Drakoniden, ist unser Auftrag jetzt. Ja. Na, dann gehen wir da Duftspur mal nach. Ist ja wohl die Duftstoffspur von den... Nicht von dem Drakoniden, nee. Oder? Ja, ist jetzt so weit oben, aber der Höhle wird der doch nicht. Fliegt ja offensichtlich oder flog.
Ja, führt genau ins Wolfsrudel ja, ich rein. Höre schon. Das haben wir ganz halt besonders weiter. Gern. Aha, hier ist wieder was zum Untersuchen. Drakonidenmoschus, nicht frisch. Muss sich kürzlich hier niedergelassen haben. Ich glaub's nicht. Das ist ganz interessant hier, weil die immerhin was zu essen dabei gehabt. Marschverfehlung, soll nicht. Drakonidenmoschus, nicht frisch. Muss sich kürzlich hier niedergelassen haben. Ja. Mann, in welcher Richtung war ich jetzt unterwegs? Ich glaube in der Richtung von dem Rudel ja, hier. Ja, würde ich auch sagen. Mann, also muss man drauf achten. Also ich gehe mehr oder weniger Richtung Süden. Und dann sehen wir eine Drakoniden und hauen ab, so schnell wie möglich. Weil er viel zu groß ist für uns. Obwohl, das ist ja nur ein Level 7 Auftrag. Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in den Arm! Ach, guck mal, ihr seid doch sowas von blöd. Die doofen Banditen. Das sind noch welche. Wir ziehen dir die Haut ab! Ja, wir dir auch, aber ganz sanft und zärtlich. Ah ja, Arm abreicht. Feier. Ich weiß auch nicht. War das Seife? Nein, das war wohl Seife. So, wo ist meine Spur jetzt wieder? Tja, du hast dich jetzt so oft gedreht, dass ich wirklich nicht mehr weiß, wo. Na gut, irgendwie Hauptrichtung war Süden. Ja. Aber ich habe diese verdammte Spur verloren. Na gut, wie auch immer, wir machen jetzt auch Schluss. Dann kannst du ja, hier ist die Spur wieder. Ah, da haben wir es wieder. Du hast sie wieder gefunden. Dann machen wir in der nächsten... Die Richtung passt auch wieder. Ja, machen wir in der nächsten Folge weiter, ja, oder? Da haben wir... Drakonidenmoschus, nicht frisch. Nee. Muss sich kürzlich hier niedergelassen haben. Genau, okay. Ist wieder die Stelle. Ja, jetzt haben wir die Stelle wieder. Genau. Bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.